Moin Moin und herzlich willkommen zu Transport Viva 2 Mega City und unserer Staustadt. Hier ist was los, ey, das ist der Wahnsinn. Hier überall, ich weiß es nicht. Und ich habe mir vorgenommen, dass wir heute mal ein paar neue Straßen ziehen, um die Stadt vielleicht ein bisschen zu entlasten. Dass wir mal so ein paar neue Stadtverbindungen aufrechterhalten. Denn natürlich alle Leute aus Dresden hier, die müssen ja hier außen rumfahren. Entweder hier oder hier rum, wenn sie hier oben hin wollen. Oder sie fahren halt mit der Bahn, die übrigens ja mittlerweile auch ganz gut genutzt wird. Aber vielleicht wollen ja auch Leute, die von hier da rum müssen oder Leute, die von hier oben kommen, die müssen halt alle hier durch. Und deswegen würde ich gerne mal schauen, wie können wir vielleicht ein paar neue, vielleicht auch große Straßen ziehen, um so ein bisschen diese Kreuzungsbereiche hier zu entlasten. Ich würde tatsächlich mit der großen Straße mal schauen, hier mit so einer Landstraße, an der dann halt auch nicht gebaut wird, ob wir vielleicht von hier noch eine zusätzliche Straße durchziehen, dass alle, die zum Beispiel auch von hier hinten überall kommen, außen rumfahren und nicht die innerstädtische Straße nutzen und wir dann hier sozusagen so eine zusätzliche Verbindungsstraße haben. Starten wir hier. Wir dürfen ja auch nicht zu krass einen Umweg generieren. Da können sie mich sogar, nee, warte mal, 100 drauf fahren. Doch, das ist super. Genau, und dann wollen wir hier durch und dann wollen wir hier entlang. Und dann quasi hier an diese Straße dran. Und dann machen wir das. Das ist so eine Schnellstraße, keine richtige Autobahn. Man könnte natürlich überlegen, ob man das vielleicht irgendwann mal als Autobahn noch ausbaut. Und dann gibt es so zwei, drei Anschlussstellen sozusagen noch. Na, da kann ich nicht bauen. Huch, was hat er denn jetzt gemacht hier? Jetzt baut er da erstmal einen Bahnübergang. Das können wir ja später auch nochmal umbauen. Das ist ja gar nicht das Problem. So, jetzt haben wir hier Anschluss und da Anschluss. Und dann müsste man hier in der Mitte vielleicht noch einen generieren. Ich würde sagen, vielleicht mit der Straße. Oder müssen wir mal schauen, ob wir das vielleicht nochmal umändern dann. Aber vielleicht ist das gar nicht so schlecht, dass die das jetzt nutzen, wenn sie von hier hinten kommen. Dann würde ich sogar diese Straße bis zu der Teilung hier auch noch mal ausbauen wollen. Bis da. Sogar drei Spuren hat die hier, ne? Können wir ja machen. So. Die Straße würde ich mal wegnehmen. Und hier darf aber nichts selbst dran gebaut werden. Weil das ist unsere Hauptstraße. Die soll ohne großartige Kreuzung bleiben. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die schon irgendwie genutzt wird. Oh ja, hier kommen ja schon so ein paar. Schaut mal. Vielleicht ist das so wirklich richtig gut so. Also jedes Auto, was uns natürlich da hinten wegkommt, hilft uns natürlich. Dann könnte man jetzt noch überlegen, ob man zum Beispiel schaut, dass wenn die von hier kommen und dorthin wollen, dass die hier außen rumfahren. Wir haben ja hier unsere große Straße. Nein! Doch. Das ist ja sozusagen der Ring hier drumherum. Und dass wir dann sagen, okay, hier, pass auf, die von hier aus bauen wir ja vielleicht auch nochmal um hier. Wir müssen hier hinten noch schauen. So, dann hätten wir da nämlich auch eine Verbindung geschaffen. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Vielleicht sogar hier, wartet mal. Hier haben wir nämlich eine große Straße. Wenn wir die durchziehen, haben wir da auch eine neue Verbindung geschaffen. Dann wäre halt hier hinten auch die Überlegung, ob man dann hier hoch geht, dass man hier so eine Umleitungsstrecke sozusagen noch hat. Als vielleicht später die Möglichkeit. Dann würde ich sogar hier schauen, vielleicht hier an dieser Mündung, dass wir hier noch eine Querung bauen, weil die im Moment müssen alle von hier auf diese Kreuzung, um hier rüber zu kommen. Wenn wir hier eine Kreuzung bauen, dann glaube ich, dass wir, oder zumindest hoffe ich, dass wir den Verkehr aus der Stadt und aus der Stadt hier über diese Brücke führen können. Aber der außerstädtische, also der Verkehr, der von überall anders kommt, trotzdem hier hinten die Straße nutzt und nicht hier reinfährt und dann hier rüber. Hoffe ich.
Deswegen würde ich gerne hier eigentlich. Ah, ich weiß nur noch nicht so genau wo. Das ist natürlich schwierig. Wir probieren das einfach mal. Wir werden das ja sehen, was passiert. Wir können auch mit Schiffen noch arbeiten in irgendeiner Weise. Zum Beispiel könnte man hier auch ein Schiff pendeln lassen anstatt einer Brücke. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Oh, wollen wir das vielleicht zuerst mal ausprobieren? Oder zusätzlich, wenn wir hier einen Hafen bauen. Oh, der ist natürlich mit der Straße ein bisschen schlecht. Eieiei. Sieht allerdings nicht so cool aus und erreicht ja auch nicht so viele Menschen. Wir müssten wahrscheinlich sogar hier reingehen. Und eigentlich hätte ich... Boah, hier ist ja richtig Verkehr direkt. Hier können wir ihn... Nee, können wir nicht, oder? Weil das alles hier zu hoch ist. Haben wir denn die Möglichkeit, das hier unten hinzustellen? Ich würde es gerne ausprobieren, die Möglichkeit eines Hafens. Das Problem ist halt, wie gesagt, wir kommen da leider nicht hin, weil... Hier wird es auch... Nee. Die Landfläche ist hier einfach zu hoch. Da müsste man halt mal schauen. Einfach um es zu testen, müssen wir das halt mal machen hier. Schauen wir mal, was haben wir denn eigentlich für Schiffe hier? Ja, so richtig krasse Auswahl haben wir nicht. Es bleibt ja nur hier das Luftkissenboot. Oh, jetzt haben wir hier bei extremsten Stau. Und die scheinen jetzt wirklich da durchzufahren, ne? Das, ja, natürlich, die von hier jetzt irgendwo hin wollen, die nutzen das jetzt natürlich als Abkürzung. Wir reißen das nochmal ab. Wir machen das mal nicht. Wir probieren das erstmal mit der Fährverbindung. Unsere neuen Straßen werden auf jeden Fall genutzt. Auch wenn das hier natürlich problematisch ist, die fahren natürlich jetzt wieder zu dieser Kreuzung hin hier. Das ist natürlich das, was ich nicht unbedingt wollte. Ist halt die Frage, was machen sie sonst? Ja, ein Einzelner hier, natürlich. Aber wenn das hier ausgebaut wird, könnte sich das verändern. Die fahren ja momentan von hier da rein. Also das war halt schon diese Brücke hier. Ansonsten wäre vielleicht die Möglichkeit, eine Brücke von hier nach darüber zu bauen nochmal. Wobei, da wollen wir ja noch einen Bahnhof bauen hier. Wo ich ja überlegt habe, ob wir den schon mal bauen und später einfach noch den umgestalten. Ob wir das jetzt schon machen sollten irgendwie. Also der hat hier alle Bereiche hier so drinne. Eieiei, jetzt hupt er die ganze Zeit, oder was? Aber der hat auch die Bahnhöfe hier mit drin, die Bushaltestellen mit drin, ne? Gucken wir doch mal, was da passiert, ne? Das muss man natürlich jetzt ein bisschen im Auge behalten. Das dauert jetzt wahrscheinlich ein bisschen. Könnte man halt überlegen, ob man hier generell mit Bahnhöfen ein bisschen, mit Fährverbindung ein bisschen öfters arbeitet. Hier ist zum Beispiel auch übelst viel los. Hier ist nicht so viel los auf der Straße. Gut, von hier kommen wahrscheinlich nicht so viele, die dahin wollen. Oder die fahren alle mit dem Zug. Ja, die fahren alle mit dem Zug. Hier ist nämlich voll. Und der? Auch voll. Ersetzen wir die Züge noch schnell und dann würde ich sagen, war es das für heute mit dieser kleinen Folge Ransport Fever. Oh, wir können hier natürlich schauen. Wie viel warten da? 43. Also können wir fast 50er Züge nehmen, glaube ich. Wo 50 Leute reinpassen hier. 2, 4. So, 2. Würde ich den nehmen. Der ist zwar etwas langsamer, aber würde ich schon sagen, können wir machen. Ach so, da müssen wir nochmal eingreifen hier. Ihr wisst ja. Oh, das setzen wir gleich nochmal zurück. Weil das ist ja doch ein bisschen viel des Guten. Warte, was habe ich denn jetzt hier gemacht? Jetzt haben wir hier. Eieieiei. Ihr wisst, wir spielen nicht wirtschaftlich. Wir wollen aber gucken, ob das wirtschaftlich möglich wäre. Wir müssten halt einfach sonst immer viel zu lange warten und so. Ja, und der sollte eigentlich locker voll werden. Und das sollte sich auf jeden Fall lohnen auf der Strecke. Und dann hoffe ich, dass wir diesen Verkehr hier deutlich ausbauen können. Hier 24 in der S-Bahn. Und hier, na, die sind aber noch nicht voll. Aber da können wir natürlich dann demnächst auch mal schauen, ob wir da vielleicht irgendwas ändern. Und vielleicht die Bahnstrecke dann doch nochmal erweitern nach Weil im Schönbuch. Und ja, vielleicht dann sogar noch weiter, würde ich sagen. So, was passiert hier? Einer. Ja, weiß ich noch nicht. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Müssen wir nochmal im Blick behalten. Vielleicht sind die Positionierungen des Hafens auch nicht so ideal.
die Verbindung zu schaffen. Wie gesagt, hier noch ein Bahnhof. Vielleicht hilft das, wenn wir den dann mit Bussen perfekt anschließen. Schauen wir mal. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Kevin Zockt. Bye, bye.